Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kommt ein kleines Infovideo, was momentan auf meinem YouTube-Kanal passiert. Da steht eine große Veränderung an. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, nicht mehr auf YouTube zu streamen, sondern auf Twitch. Das heißt, Leute, es werden keine Livestreams mehr von mir auf YouTube kommen. Der Grund dafür ist ganz einfach, auf Twitch habe ich für mich festgestellt, läuft es einfach besser. Auf Twitch ist es halt so, du kommst drauf, machst den Stream an, du hast erstmal mega geile Grafik, du hast HD, 60 FPS, du hast keine Ruckler, du hast keine Verwaschungen, keine Framedrops, nix. Das ist Punkt Nummer 1, einfach für euch, damit die Streams einfach richtig geil werden, ne? Punkt Nummer 2 ist, man hat schnellere Aufstiegsmöglichkeiten, weil Stream ist einfach momentan der Renner, ihr wisst es selber, ich sehe es an meinen Videos. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe bei euch, das hat über 100 Aufrufe, was ich mega feiere, und dazu meine Let's Plays, zwischen 11 bis 20 Aufrufen, ist natürlich ein Unterschied, ne? Dadurch, dass ich ja sowieso eigentlich gesagt habe, YouTube soll ein reiner Let's Play Kanal sein, dann werde ich das jetzt auch wieder so im Leben rufen. Das heißt nicht nur, dass ich jetzt GTA Roleplay nicht mehr spiele. Es heißt nur, dass ich den Kanal, beziehungsweise dieses Stream-Element aus YouTube einfach herausnehme, verpacke und in etwas Besseres reinlege. In Twitch. Twitch ist meiner Meinung nach die perfekte Plattform, um zu streamen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es einfach läuft. Du kommst rein, du hast einen eigenen Kanal wie auf YouTube, du kannst deine Panels einrichten, du kannst während dem Game, also du brauchst nicht den Stream beenden, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf CSGO, sage ich jetzt mal zum Beispiel, was ihr ja momentan gerade im Hintergrund seht. Ich spiele jetzt lieber wieder GTA RP. Dann gehe ich einfach ins Dashboard, schreibe es um, klick, fertig und bin in einer anderen Kategorie. Versteht ihr, was ich meine? Also, es läuft einfach richtig geil. Für euch ist es wie YouTube. Ihr geht auf www.twitch.tv, loggt euch ein mit euren Benutzerdaten, gebt halt einen Namen ein, Passwort, fertig. Ihr sucht Osuga, zum Beispiel jetzt, also mein Kanal, ihr sucht meinen Kanal Osuga, ohne LP, einfach nur Osuga. Und zack, ihr seid im Stream drin. Ihr könnt weiterschauen. Es ist überhaupt kein Problem. Gut, ihr seid auf einer anderen Website, aber es macht ja nichts. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen würde ich gerne das so auf Twitch legen. Natürlich werde ich auch versuchen, die Highlights von Twitch, wenn was Lustiges passiert, beziehungsweise wenn was Geiles passiert, Clips erstellen, beziehungsweise auf YouTube dann hochladen. Ich werde auch schauen, dass ich noch ein paar Leute finde, die regelmäßig meine Streams besuchen. Also ich habe schon einen. Auf jeden Fall. Und ja. Das soll es erstmal so gewesen sein an der Stelle. Wie ihr seht, diese ist jetzt nicht so gelaufen, diese Runde. Also es gibt schon geile Runden, es gibt auch weniger geile Runden. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock und Interesse habt, mich weiter zu unterstützen, dann geht einfach auf www.twitch.tv/osuga. Dann kommt ihr auf meinen Kanal, lasst ein Follow da, guckt einfach ins Stream rein. Ihr könnt ganz normal mit mir schreiben, was ihr denn die Vorteile habt davon, wenn wir höher werden. Ihr könnt Abonnent werden, ihr könnt einmal einen Subscriber-Titel haben. Ihr könnt einen Subscriber-Chatroom haben zum Beispiel, dass ich nur mit euch Subscriber nachher rede. Also, dass ihr Subscriber nun miteinander schreiben könnt. Ihr könnt mir Donations zukommen lassen, ihr könnt mir Bits zukommen lassen. Dies alles funktioniert aber erst ab 50 Follower auf Twitch. Aber bis dahin ist es nicht mehr weit. Ich habe jetzt ab heute 21 Follower, also fast quasi die Hälfte. Und es wäre auf jeden Fall schön von euch, wenn ihr mir auf Twitch folgen würdet und mich dort auch noch unterstützen würdet. Weil ohne euch wäre es natürlich ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt natürlich schon viel zu euch aufgebaut in YouTube. Und es tut mir jetzt auch wirklich leid, dass es so läuft, aber ich finde halt für mich ist es einfach relativ besser auf Twitch zu streamen als auf YouTube. Wie gesagt, meine Videos werden kommen. 4 an der Anzahl in der Woche.
Momentan läuft es ja mit Metro Exodus. Aktuelles Let's Play. Es wird auch wieder auf jeden Fall The Elder Scrolls Online kommen. Wenn nicht sogar noch anderes. Und ich werde wahrscheinlich auch mit Game to Play vielleicht auch noch ein neues Projekt anfangen. Auch ein neues Rollenspielprojekt, wenn ihr darauf Interesse besteht. Und was ganz wichtig ist, weil am Anfang habe ich ja gesagt, es soll ein Horrorplay-Kanal sein. Es werden auf jeden Fall wieder Horror-Gameplays kommen. Da muss ich aber noch gucken, was mir daran gefällt, was Spaß macht. Aber soweit, so gut an der Stelle. Würde ich sagen, ich höre auf. Ihr habt jetzt genug Gameplay-Material gesehen. Ich lasse einfach noch 1-2 Minuten laufen. Und ja, wie gesagt, folgt mir auf Twitch. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt in den Kommis, was ich verbessern kann. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß heute noch und einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und tschüssi. Achso, schau, Kakao. Jawohl. Mann, ich will nachladen. Du hast mich platt gemacht, Alter. Ja, zum Glück hast du nicht geschossen, ne? Ich hab auch gerade nachgeladen. Ich dachte, du hast die Terroristen genommen. Ja, aber die waren voll. Ja, sag doch nicht, du hast die Terroristen genommen. Ja, ich wollte die Terroristen nehmen, aber die waren voll und da habe ich die Antiterroristen genommen. Jawohl. Bisschen länger gedauert, aber egal. Boah, da oben war er, der Penner. Kann man einmal das richtige spielen, ne? Das. Oder naja, nochmal Gefahrenzone, das können wir auch machen. Das ist auch nice. Ich will nachladen, Junge.